lange schon, bevor wir mit der Föß unser Lied vom Stammbaum geschrieben haben, haben wir uns schon mit diesem Thema Zuwanderung oder Gastarbeiter beschäftigt, sehr früh in den Jahren. 77 Wochen genau in dem Jahr, da haben wir eine, vielleicht für die jüngeren Leute unter euch, eine Langspielplatte veröffentlicht. Das ist was Großes, Schwarzes mit einem Loch drin. Da war Musik drauf. Ne? Ja, man braucht aber auch Plattenspieler dafür, sonst kommt man nicht so rum. Ne? Ich erinnere mich daran, damals war super zu Weihnachten mit ihr Mrs. Opila. Und dann am zweiten Weihnachtstag war da schon so ein Kerzenwachs drauf. Ne? Die Frau damals probiert mit Bühne, also das wegzumachen. Ne? Ja, ne, ihr lacht, dann war auch weg, aber die Musik hoch. Ne? Naja, aber ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, wir haben uns da schon sehr früh mit beschäftigt. Und stellvertretend für die ganzen Gastarbeiter, die aus den südeuropäischen Ländern kamen, aus Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, haben wir musikalisch uns die Griechen ausgesucht, weil uns diese Musik halt auch sehr gefallen hat. Und der Böbel Hengst hat griechische Nationalinstrumente zwischen der Bayerische Klempe, seine sogenannte Bouzouki. Ne? Und getreu dem Motto, ich trinke Uso, was trinkst du so? Ne? Tolle Geräusche sind so da, wie er gesagt hat. Ja, Mars, also Prost, Mars. Ein paar Klavier sind wir da.